Einen wunderschönen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich heute mal wieder eine Frage von euch beantworten, beziehungsweise ganz viele Fragen, denn ich werde auf Instagram und TikTok immer wieder gefragt, was denn mein Lieblingsspiel sei, beziehungsweise kannst du mir irgendwelche Spiele empfehlen? Ich habe mich deshalb die letzten Tage mal hingesetzt und habe es überlegt, was waren die geilsten Games, die ich in meinem Leben gespielt habe. Und daraus habe ich jetzt eine kleine Top 10 zusammengestellt. Ich habe wirklich lange rum überlegt, welche Spiele ich am besten finde, aber ich bin mir sicher, dass ich trotzdem noch das ein oder andere vergessen habe. Das andere Problem ist, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich bin ja schon so ein Social Media Opa, ne? Und wozu neigen Opas? Zu Nostalgie. Das heißt, dass ich mir Sachen oft geiler vorstelle, als sie eigentlich waren. Ich habe versucht, das so einigermaßen zu berücksichtigen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel 007 GoldenEye für den Nintendo 64. Leute, ich habe dieses Spiel vergöttert. Ich weiß noch, das war indiziert, als es rauskam. Man konnte das in Deutschland nicht kaufen. Mein Dad hat mir das dann in Österreich besorgt und wir haben das gespielt bis zum geht nicht mehr. Auf so einem Röhrenfernseher im Splitscreen zu viert. Jeder hatte so ein Bild. Und dann immer, schau nicht auf meinen Bildschirm, schau, wie soll ich ihn da nicht hingucken? Egal, auf jeden Fall, dieses Spiel habe ich vergöttert, das war richtig, richtig gut. Aber es ist scheiße gealtert, Leute. Das Spiel kannst du heute nicht mehr spielen. Das macht so unfassbar minus Spaß. Glaubt mir, ich habe das vor einiger Zeit probiert. Allein dieser Nintendo 64 Controller mit einem Analogstick, sprich, du kannst nicht laufen und zielen. Es ist schlecht gealtert, es macht heute keinen Spaß mehr. Drum habe ich es nicht in meiner Liste und ich habe das generell mit allen Games so ein bisschen versucht, darauf zu achten. Werdet ihr aber im späteren Verlauf noch sehen. Fangen wir an mit der Nummer 10. Skyrim. Skyrim gehört definitiv auf diese Liste. Es ist eins der besten Rollenspiele, die es jemals gab. Sowohl der Soundtrack, die NPCs, die Welt, die Aufgaben. Skyrim war ein Traum. Ich habe, glaube ich, knapp an die 200 Stunden Spielzeit gehabt und ich habe bei weitem nicht alles gesehen von diesem Game. Das Geile war auch, dass so viele meiner Freunde Skyrim gespielt haben, aber wir haben alle ein anderes Spiel gespielt. Wir haben nach Wochen, hey, hast du die Mission schon gesehen? Nee, weiß ich nichts davon. Ja, kennst du die Nebenquest? Nee, da war ich nicht. Es ist wirklich unglaublich. Bis man die ganze Welt von Skyrim entdeckt hat, dauert es sehr, 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 sehr lange. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Nichtsdestotrotz definitiv eins meiner absoluten Lieblingsgames, eins der besten Rollenspiele aller Zeiten und deshalb zu Recht in meiner Top 10. Auf Platz Nummer 9 habe ich The Last of Us. Ich habe es sehr spät gespielt. Ich habe mir irgendwann diese PlayStation irgendwas da Edition geholt im Set mit The Last of Us Remastered. Und das Spiel war so unglaublich geil. Es sah mega geil aus für ein PlayStation-Spiel. Generell für ein Konsolenspiel eine Wahnsinnsgrafik. Die Story, die Charaktere, die Musik, die Atmosphäre, das Gameplay. Last of Us war ein absoluter Traum und meine Nummer 9. Platz 8 habe ich sehr lange rum überlegt. Assassin's Creed Black Flag ist es letzten Endes geworden. Ich war ein riesen Fan der Assassin's Creed Reihe und ich konnte mich nicht entscheiden, ob Black Flag oder Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3 hat mir die Story extrem gut gefallen, zwecks amerikanischen Bürgerkrieg, weil mich das einfach sehr interessiert hat und sie haben es mega geil umgesetzt. Man ist richtig mit drin in den ganzen Geschehnissen. Black Flag hatte für mich aber einfach die geilere Atmosphäre. Wie oft ich da einfach nur mit dem Schiff gesegelt bin und habe meine Crew ihre Lieder singen lassen. Oliver, Johnny, Oliver. Es war mein erstes Xbox One Spiel. Ich habe es mir damals im Set gekauft, dass die Xbox One rauskam. Ein absolut geiles Spiel, vor allem das Ende und lustigerweise The Parting Glass ist eins meiner absoluten Lieblingslieder. Ich war so geflasht, dass das dann am Ende von dem Spiel kam. And all the harm that ever I've done, alas, it was to none but me. Danach ist lange Zeit nichts passiert. Ich fand alle Assassin's Creeds, die danach kamen, sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer Odyssey, also der letzte Titel in Griechenland. Ja, in Griechenland. Der hat mir wieder sehr gut gefallen. Der war gut, aber bei weitem nicht so gut wie Black Flag. Auf Platz 7 habe ich ein Spiel, das werden die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht kennen. Alan Wake ist jetzt nicht unbedingt ein Indie-Titel, aber ich finde, es hat nicht so den Erfolg gehabt, den es eigentlich verdient hätte. Denn Alan Wake, auch wenn es von der Spielmechanik her jetzt gar nicht so toll ist,
ist von der Story her eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Das komplette Game ist, als würdest du dir einen kompletten geilen Film anschauen. Die ganze Story, die Plot-Twists, die ganzen Ereignisse aus diesem Spiel, einfach nur unglaublich gut. Es ist nicht allzu alt, also man kann das heute definitiv noch zocken, das Game. Also wenn ihr Bock auf eine geile Story habt, schaut euch Alan Wake an. Platz 6 ist gleich so der erste Ding, wo ich versucht habe, die Nostalgie außen vor zu lassen, denn Resident Evil 1 und Resident Evil 2 waren die ersten Horror-Games, die ich gespielt habe. Damals noch sehr jung, ich war vielleicht 7, 8 Jahre alt, als ich Resident Evil 1 gespielt habe. Definitiv zu jung für Resident Evil, aber nichtsdestotrotz, ich habe Resident Evil 1 und 2 gespielt, als es rauskam, und ich habe es geliebt, ich habe es immer wieder gespielt. Nachts heimlich aufstehen, ja, Kumpel war da, Übernachtungsparty in der Nacht aufgestanden, gezockt. Nie vergessen werde ich die Szene Resident Evil 2, wo dieser Sliver dann durch diesen Trickspiegel durchspringt. Wir haben die Konsole ausgemacht und lagen die ganze Nacht so im Bett, weil wir so Herzrasen hatten. Deswegen wollte ich Resident Evil 1 und 2 eigentlich in die Liste mit aufnehmen. Ist aber nicht so gut gealtert, muss man sagen. Gut, von Resident Evil 1 gab es das Remake auf der GameCube, das ist absolut spielbar. Und von Resident Evil 2 kam ja jetzt erst vor kurzem ein Remake, ein mega geiles Spiel. Das war richtig gut. Ich habe aber 1 und 2 halt eben wegen diesem Nostalgiefaktor so geschätzt. Vor allem die Director's Cut-Version dann. Warum ist jetzt aber hier Resident Evil 7 in meiner Liste? Das ist ganz einfach zu erklären, und zwar wegen dem kleinen Namenszusatz VR. Ich bin ein riesen VR-Fan. Und auch wenn ich denke, dass es die Zukunft des Gamings ist, wird es einfach noch nicht so genutzt, wie ich mir das gern wünschen würde. Was aber eigentlich relativ einfach zu erklären ist. VR ist sehr teuer. Wenig Leute haben es. Wenn ich ein VR-Spiel rausbringe, werden es wenig Leute kaufen, weil nicht viele VR haben. Wiederum kaufen Leute kein VR, weil es gibt ja noch nicht so viele Spiele. Das ist einfach ein Teufelskreis. Leider. Es gibt ein paar gute VR-Titel, wie jetzt zum Beispiel Superhot, fand ich sehr gut. Moss war sehr, sehr geil. Wenn ihr VR habt, schaut euch Moss an. Es gibt gute VR-Spiele, aber es sind VR-Spiele. Also ich würde jetzt nie sagen, hey, hast du das und das Game gezockt? Ja, ich habe das auch in VR. Sondern das sind Spiele, die extra für VR gemacht wurden. Dass es auch anders geht, hat Resident Evil 7 gezeigt. Das war extrem gut spielbar. Das Spiel selber war schon extrem geil, also Resident Evil 7 definitiv eins der besten Titel, und in VR war es wirklich die Hölle. Ich habe mich so eingeschissen. Ich habe das Glück, dass mir da nicht schlecht wird. Also ich habe alles so eingestellt, dass ich mich frei bewegen kann. Also ich habe auch diesen Roboter-Modus, wo man sich so stückweise umdreht, ausgeschalten. Auch das mit dem Laufen, man kann auch einstellen, ich drücke da hin und dann springt das Bild dahin. Naja, das ist halt alles, damit den Leuten nicht schlecht wird. Ich habe das Problem nicht. Ich kann das Spiel ganz normal zocken, ohne dass mir schlecht wird. Und ich habe es sogar fast komplett am Stück durchgespielt. 6 Stunden oder so. Völlig krank. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich bin mir sicher, dass es in Nicht-VR nicht so geil gewesen wäre. Deshalb muss ich unbedingt dazu sagen, Resident Evil 7 ist nur deshalb auf Platz 7 in meiner Liste, weil es den VR-Modus gibt. Resident Evil ist nicht auf Platz 7, ist auf Platz 6. Egal. Kommen wir zu Platz 5. Metal Gear Solid. Kennt wahrscheinlich jeder, auch allein deshalb, weil es die Reihe ja bis heute noch fortgeführt wird. Resident Evil 1 war aber ein absoluter Meilenstein in der Computerspielegeschichte. Werden wahrscheinlich auch die meisten von euch nicht mehr kennen, aber gebt mal im Internet ein, die besten Endbosse aller Zeiten. Ich glaube, dass 4 oder sogar 5 Stück sind aus Metal Gear Solid 1. Also Bosse wie Revolver Ocelot, Sniper Wolf und allen voran Psycho Mantis waren der absolute Hammer. Also für diejenigen unter euch, die es nicht kennen, Psycho Mantis war halt so ein wahnsinniger Typ mit so einer Gasmaske, der dann so rumgeflogen ist. Und das eigentlich Geile war aber, irgendwann hat er die Kontrolle über eure Gedanken übernommen und ihr konntet nicht mehr steuern. Wisst ihr, was ihr da machen musstet? Ihr musstet den Controller auf Steckplatz 1 ausstecken und bei Steckplatz 2 reinstecken. Dann konntet ihr weiterspielen. Dann hat er angefangen, wieder eure Gedanken zu lesen und hat euch gesagt, was für Spiele das ihr geil findet. Hey, wir sind als kleine Kinder da gesessen, wir wären fast ausgerastet. Wir konnten es nicht fassen. Mittlerweile natürlich easy, der hat einfach deine Memory Card gelesen und hat halt geschaut, was du bisher wie lange gespielt hast. Dennoch, seinerzeit mega geile Aktion, das Spiel generell auch richtig gut, also jetzt nicht nur die Endbosse, sondern das Spiel selber war auch top. Und es war einfach ein Vorreiter für Stealth oder generell für Games wie Splinter Cell. Ich fand's richtig gut und es ist verdient auf Platz 5 in meiner Liste. Musik.
Ja, Platz 4 kommen wir jetzt zum nächsten Nostalgietitel auf meiner Liste. Das Problem war nämlich Super Mario 64. Leute, das war mein erstes Game. Ich habe vorher schon bei Freunden Super Nintendo und so gespielt. Aber ich habe damals ein Nintendo 64 geschenkt bekommen mit Super Mario 64. Es war mein erstes Computerspiel, das ich selber besessen habe. Und Gott, habe ich diesem Spiel die Scheiße aus dem Leib gespielt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass lange ich Super Mario 64 gespielt habe. In meinen sehr jungen Jahren habe ich wirklich versucht, alle Sterne zu kriegen. Ich meine, dass ich auch alle, ich habe alle bekommen. Du hast nämlich dann Yoshi oben auf der Burg bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, Super Mario 64, ein Traumtitel. Ich muss aber leider wirklich sagen, Super Mario Odyssey war das bessere Mario. Es fällt mir schwer, weil halt einfach wundervolle Erinnerungen an Super Mario 64 kleben. Aber nein, Odyssey war besser. Und auch Odyssey habe ich komplett totgesuchtet. Ich habe alles gemacht, was bei Odyssey zu machen war. Hat lang gedauert. Ich habe da jetzt sogar heute noch das Internet gebraucht, weil ich bei ein paar Sachen nicht weiterkam und nicht wusste, wo der Mond jetzt versteckt ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Generell Super Mario Fan bin ich. Auch Mario Kart, alles drum und dran mag ich sehr gern. Und Super Mario Odyssey war da für mich der beste Titel. Super Mario Sunshine war übrigens auch geil. Jo, kommen wir zu den Top 3. Auf dem dritten Platz habe ich auch lange rumüberlegt, weil hier auch Nostalgie. Zelda war halt auch Nintendo 64 ziemlich zeitgleich mit Super Mario 64. War halt auch einfach ein Spiel, was ich ewig gezockt habe, nicht weitergekommen bin, ältere Freunde gefragt habe, ob die mir da helfen können. Kannst du mit dem Wassertempel? Gott, dieser Wassertempel! Naja, da habe ich auch rumüberlegt. Danach kamen ja noch andere Zelda, nicht zuletzt Breath of the Wild, was ja, glaube ich, mittlerweile zu einem der besten Games überhaupt zählt, was auch sehr gut war. Und da habe ich auch rumüberlegt, finde ich jetzt Zelda Ocarina of Time nur wegen der Nostalgie so gut? Nein. Zelda Ocarina of Time war für mich besser als Breath of the Wild, das bessere Zelda. Breath of the Wild, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich nicht mal das zweitbeste Zelda-Spiel. Da fand ich zum Beispiel Wind Waker auf dem Gamecube noch besser. Ja, so geil wie ich Breath of the Wild fand, Ocarina of Time fand ich besser. Dazu kommen eben diese nostalgischen Erinnerungen. Ich kenne jedes Lied noch. Du brauchst nur die erste Note aus einem Zelda-Song spielen und ich weiß sofort, dass es Ocarina of Time ist. Habe ich geliebt, ist bei mir auf Platz 3. Final Fantasy 7 war der erste Teil, den ich gespielt habe. Den fand ich mega gut. 8 war, 9 war auch extrem gut. Und der letzte Teil, der dann wieder gut war, war Final Fantasy 15. Der war dafür aber extrem gut. Die Story war geil, die Charaktere waren geil, die Atmosphäre, der Soundtrack, das Ende. Oh Gott, Final Fantasy 15 war ein richtig, richtig gutes Spiel. Und ich wollte es eigentlich auf Platz 2 nehmen. Ich muss aber sagen, dass ich 7 besser finde, glaube ich. Ich habe Final Fantasy 7 halt schon echt sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Da spielt auch so ein kleines bisschen Nostalgie mit dem. Final Fantasy 7 kam damals auf 3 CDs für die PlayStation. Da stand dann irgendwann da Disk wechseln, da musstest du Disk 2 einlegen, um weiterspielen zu können. So ein Lösungsbuch war dabei. War einfach ein mega geiler Titel. Ist auch nicht so schlecht gealtert, finde ich. Ich habe Final Fantasy 7 vor 5, 6 Jahren nochmal gespielt. Auf einer PlayStation 2 damals, glaube ich, egal. Kann man noch spielen, es sieht scheiße aus, braucht man gar nicht reden, aber von der ganzen Game-Mechanik her ist es auf jeden Fall noch spielbar. Final Fantasy 15, boah, ich kann mich nicht entscheiden, Leute, die waren beide extrem gut. Ich sag, auf Platz 2 ist Final Fantasy 7 und 15. Das ist mein Video, ich kann machen, was ich will. Servus, Leute, kurze Zwischeninfo, und zwar sitze ich gerade im Schnitt zu diesem Video. Und da musste ich mir nochmal Gameplay angucken, weil ich ja Soundtracks und Bilder und so mit reingenommen habe. Und ich habe mich entschieden, Final Fantasy 15 war besser als 7. Es ist so, die Bilder jetzt allein wieder, die Bosse, dieser Drache, wo denn die ganze Welt einfriert. Das Ende, wie sie sich vor den Stadtmauern treffen. Gänsehaut. Kriege ich Gänsehaut. Leute, das ist so, nee, das 15 war besser. 7 auch extrem geil, der Kampf gegen Sephiroth am Ende. Tifas Tod, sehr emotionaler Moment, einer der traurigsten Momente der Spielegeschichte. Aber nein, ich habe mich entschieden, 15 ist besser. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, möchte ich nochmal auf ein paar Titel eingehen, die es nur ums Arschlecken nicht auf diese Liste geschafft haben. Wie zum Beispiel Bioshock Infinity. Ich fand Bioshock 1 und 2 schon sehr geil. Infinity, Megaspiel.
Mega Game-Mechanik, das Setting, auch wieder die Atmosphäre, die Charaktere, der Humor, der Schocker. Richtig geiles Spiel, Infinity. Mega Story. Ein Meisterwerk und hat's. Ich würde es auf Platz 11 setzen. Also, das Game hat es wirklich ums Arschlecken nicht in die Top 10 geschafft. Auch ein Spiel, was nur ganz knapp an der Top 10 vorbeigeschliffen ist, ist Portal. So ein lustiges Game, diese Sprüche, dann natürlich das Lied am Ende von Gladys. Portal ist ein Hammer. Leute, wer Portal nicht gespielt hat, holt es euch. Es ist wahnsinnig günstig, es kostet ein paar Euro auf Steam. Man hat es schnell durch, was auch dafür gesorgt hat, dass ich es ein paar Mal schon durchgespielt habe. Und ich könnte es auch immer wieder durchspielen, weil es einfach richtig bockt. Das Spiel ist sehr, sehr geil. Geile Idee, geile Story, geile Game-Mechanik. Sollte man gespielt haben. Dann gibt es natürlich noch Games wie jetzt zum Beispiel die Call of Duty-Reihe. Ich habe wahrscheinlich in meinem Leben am meisten gezockt die Call of Duty-Reihe. Trotzdem ist es nicht in meiner Top 10, weil es ist halt eigentlich nicht so ein gutes Game. Es bockt sich halt Multiplayer-technisch einfach heftig, gerade wenn man mit Freunden spielt. Aber so an und für sich, die Story von Modern Warfare und Modern Warfare 2, da war die Kampagne auch noch richtig geil. Da könnte man vielleicht noch drauf beharren, aber nee. Also in meiner Top 10 hat es nichts verloren. Dann haben wir World of Warcraft, viele, viele hundert Stunden stecken da drin über mittlerweile schon über ein Jahrzehnt. Mittlerweile spiele ich es nicht mehr. Aber auch das eigentlich kein gutes Spiel. Ja. Also du machst immer wieder das Gleiche. Es sieht nicht besonders gut aus. Die Story, seien wir uns ganz ehrlich, interessiert keine Sau. Es ging einfach darum, immer besser werden, immer bessere Items finden. Halt auch mit Freunden zocken, Dungeons, Raids machen. Hat sich einfach gebockt, aber das Spiel selber ist eigentlich nicht besonders gut. Gleiches gilt auch für Fortnite. Falls jetzt hier Leute schreien, Minecraft, Fortnite, wo ist es? Fortnite, ja klar, macht's Bock. Es ist ein beliebtes Spiel. Ich habe es selber auch gespielt. Übrigens Support the Creator, Fatman's Group, wenn ihr möchtet. Aber ist es wirklich eins der besten Spiele aller Zeiten? Nein. Und Minecraft das Gleiche. Minecraft ist eigentlich ein richtiges Scheißspiel. Es geht darum, was ihr aus dem Game macht. Ja? Die Dinge, die wir erstellen in diesem Spiel, die machen Minecraft eigentlich aus. Minecraft selber ist nicht gut. Das ist das Gleiche, wie wenn man sagen würde, TikTok ist die geilste App aller Zeiten. Nein, ist sie nicht. Würden wir keinen Content für TikTok produzieren, dann wäre TikTok einfach eine leere Scheiß-App. Also es geht darum, was du damit machst. Ja? Und das ist bei Minecraft halt eben ganz wichtig. Und darum zählt es für mich nicht zu den besten Spielen aller Zeiten. Und noch ein Spiel, was es auch ganz knapp nicht geschafft hat, ist GTA 5. Ach, ich kann nicht mal sagen, warum. GTA war schon geil, gell? Also GTA, gerade das 5 war online mega geil. Ach, ich kann euch sagen, warum ich es nicht. Ich habe nicht so die Liste hier so neben mir liegen und habe nur die Titel aufgeschrieben, die ich zwar noch erwähnen wollte, war es nur knapp, aber ihr wisst schon. Und ich habe auch nicht dabei stehen, warum. Jetzt fällt es mir aber gerade wieder ein, und zwar ist GTA 5 nicht dabei, weil es fast keinen Spaß mehr macht, wenn du nicht noch weiter das Geld investierst, also Mikrotransaktionen. Rockstar hat mit GTA 5 wahnsinnig viel geboten. Man muss sich nichts kaufen, also man muss kein Geld, echt Geld investieren. Deswegen mache ich ihnen da keinen Vorwurf. Aber mir persönlich hat es den Spielspaß ein bisschen genommen und darum ist es nicht in meiner Top 10. Ich weiß nicht, ohne Mikrotransaktionen wäre es wahrscheinlich auch nicht in der Top 10. Es war schon echt sehr, sehr geil, aber eines der besten Spiele meines Lebens, glaube ich jetzt nicht. Ja, jetzt bremsen wir mal allmählich ein bisschen ab und kommen zum Platz 1. Die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, die, wo mir auf Twitch folgen, die in meinen Livestreams dabei sind, wahrscheinlich sogar ein paar, die mir auf TikTok folgen, die werden wissen, mein absolutes Lieblingsspiel of all time. Witcher 3. Witcher 3 ist übrigens nicht nur mein Lieblingsgame, ist auch in der Liste der besten Spiele aller Zeiten auf Platz 1. Was CD Projekt Red da fabriziert hat, als kleines polnisches Entwicklerstudio, ist einfach nur unfassbar. Und dann kommt noch dazu, dass die dieses Spiel rausgebracht haben in der Zeit, als Mikrotransaktionen etc. gerade anfingen. Da bringen die ein Spiel raus. Ich habe es damals als Hardware erworben, also nicht irgendein Download-Ding, sondern ich habe das Spiel selber erworben mit einem Soundtrack, mit so einer aufklappbaren Karte, wo alles drauf ist, alle Infos, alle Details,
und allen DLCs, nee, nicht allen, sorry, aber ich glaube 15 DLCs waren da noch gratis dabei. Und jetzt kommt's mit einem Dankschreiben. Da war ein Dankschreiben drin, wie nett das von mir ist, ihr Spiel zu kaufen. Wie geil ist denn das bitte? Ey, gerade bei EA ist wahrscheinlich mittlerweile ein Überweisungsschein drin, dass ich wieder irgendwas kaufen kann. Das ist so heftig. Aber deswegen ist es nicht auf Platz 1 bei mir, sondern es ist auf Platz 1, weil es einfach ein Meisterwerk war. Egal, sei es grafisch, sei es die Quests, die Stories, die Nebenquests. Nebenquests, Leute, da sind Nebenquests dabei, die sind geiler als andere 60-Euro-Titel komplett. Ich habe bei Witcher nicht eine Nebenquest angenommen, wo ich nicht gesagt habe, boah, das ist aber nervig. Nein, hinter jeder Nebenquest steckte irgendeine richtig geile Story. Hinzu kommt diese unfassbar geile Welt. Ich muss es wirklich gestehen, ja, das ist mir fast ein bisschen peinlich, aber es gab Tage, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt Bock, Witcher zu zocken, habe es angemacht und bin dann einfach mit dem Pferd so ein bisschen rumgeritten. Ich hatte schon was vor, ich habe schon gesagt, ja, mach mal die und die Quest, aber dann hat es angefangen zu stürmen, die Bäume haben hin und her geweht und dann bin ich halt einfach mit meinem Pferd durch den Wald geritten, weil ich das so geil fand. Diese Atmosphäre, der Sound, die Gewitter, alles. Ich habe es mir mittlerweile jetzt auch für den PC geholt, ich zocke jetzt mittlerweile lieber PC, habe es mir da nochmal geholt mit Mods, Wettermod, Vanillamod etc. Boah, wie dieses Spiel aussieht, das ist einfach völlig unglaublich. Spielerisch der Hammer, Story der Hammer, Musik der Hammer, die Welt der Hammer, Liebe zum Detail der Hammer. Allein Novigrad ist, das ist eine Hauptstadt, das kann man mit keinem anderen Game vergleichen. Lange Rede, kurzer Sinn, Witcher 3 definitiv, ohne jeden Zweifel, da musste ich keine Sekunde überlegen, für mich das beste Spiel aller Zeiten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mir wünschen, dass ihr mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare postet. Postet mir auch gerne mal euer Lieblingsspiel. Schreibt mir mal, welche Titel, die ich genannt habe, ihr nicht so gut findet. Vielleicht habt ihr ja ein paar gar nicht gekannt, vielleicht habt ihr alle nicht gekannt. Würde mich auf jeden Fall freuen, da eure Meinung zu erfahren. Würde mich auch freuen über ein Abo, über ein Like, damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst. Bis dahin, eine schöne Zeit.